Oh mein Gott! Bleibt alle cool. Du, bleib cool. Faszinierend. And here we go. Und damit einen wunderschönen guten Tag zusammen, einen schönen guten Abend mittlerweile schon. 18 Uhr, wieder Sonntag. Wir haben unsere 3 Wochen rum und es ist wieder Zeit für eine neue Folge CineTalk. Und ihr wundert euch schon, wer ist dieser charmante Kerl da auf meiner linken Seite? Ja, das ist Carajo, der kann gerade leider nicht. Deswegen hat er uns ein Foto geschickt, dass wir hier einbauen können. Der Carajo, der fehlt heute leider. Aber ich habe nichtsdestotrotz Verstärkung wieder an Bord. Unter anderem den Jeb unten in der von euch gesehen linken Ecke. Und unter mir hat sich der Assassin ein Plätzchen gesucht. Wir drei werden euch heute ein wenig durch die ganzen Kino-Trailer quasi durchhelfen. Wir werden ein bisschen über die Filme quatschen. Wichtig ist natürlich vor allen Dingen eure Meinung später dann über die Filme. Und für die Neuen unter euch, wir werden die Filme anhand der Trailer und der Inhaltsangabe, die ich später gebe, bewerten, wie wir sie finden, was wir erwarten und eine kleine Meinung zu dem, was wir jetzt gesehen haben und so weiter. Und wie gesagt, das werden wir nachher alles machen. Ich begrüße erstmal, da Carajo nicht da ist, mache ich auch Mr. Social Media zu gleicher Zeit. Ich begrüße erstmal die schon mal namentlich bei mir im Chat zu lesen sind. Das sind zum einen der Olli ist da. Servus Olli. Die Lorraine ist da, der Assassin ist auch im Chat vertreten, der Nation ist da, der Jason ist da, der TJ alias Aztec ist da, der Psy ist da und die liebe Toffee hat auch den Weg hierher gefunden. Und ja, ein vielen, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt fangen wir erstmal eine lockere Runde an. Was war denn so das letzte filmmäßige, ob Kino oder zu Hause, was ihr denn gesehen habt? Assassin. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich bin einen Tag aufgewacht und ich habe übel Bock auf Rock of Ages. Und ich mir letztens Rock of Ages angeguckt. Ich muss sagen, die Musik ist natürlich super. Also alles, was so Passenger, Twisted Sisters, Bon Jovi, Starship, alles super. Es gibt nur eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, das ist diese. Für mich ist es eine Nebenhandlung mit den zwei Verliebten, dieses, ach, ich habe was aus dem Kontext gegriffen, den falschen Hals gekriegt, jetzt bin ich stur und rede nicht, das ist so, ach, ich weiß nicht, das ist so alt, so vorhersehbar. Und dann am Ende, ach, da hätte ich nur gleich richtig zugehört, dann wäre es gar nicht so weit gekommen, das ist so vorhersehbar. Also ansonsten, super Film, auch die Rolle, die Seiten, die einmal von Catherine Zeta-Jones und einmal von den Rockern gespielt werden. Und diese Rockmusik, die macht unsere Jugend aggressiv. Das ist quasi so das Zeichen, so das, was heute den Videospielen anhängt. Das waren früher, was weiß ich, irgendwelche Actionfilme, Rockmusik, Comics. Schön, das alles anzusehen. Bitte, Assassin, steck gleich nochmal nach, welches Mikro du drin hast. Du hast sehr hohen Hall und bist sehr laut drin. Ich glaube, dass der Hangout eventuell dein anderes Mikro wieder genommen hat. Rock of Ages fand ich auch großartig. Allein schon alle 5 Minuten Rockklassiker niedergeschmettert und ich liebe die Rolle, die Tom Cruise in dem Film spielt. Jeff, was war denn dein letzter Film? Ich hatte gestern Predator Upgrade, heißt der, glaube ich, geschaut und andere Dinge. Das schönste Mädchen der Welt waren beides Filme, die hier mal im CineTalk waren. Das schönste Mädchen der Welt war mit der Rübennase, ne? Ja, das ist der deutsche Film. 8 Miles für Arme mit bisschen Jugendschnulze. Aber besser als erwartet. Okay. Und wie war der Predator? Den habe ich noch auf der Liste. Der hat nichts mehr mit Predator zu tun. Also normalerweise erwartest du ja, dass die sich da gegenseitig jagen und kämpfen, aber das ist eigentlich nur 0815 gelabert. Okay. Also ja. Bei mir im Hause wird gerade Harry Potter nachgeholt, denn Krümel kennt die ganzen Harry Potter Filme nicht. Wir sind jetzt gestern bei Teil 3 angelangt, Gefangen von Azkaban. Oder war es schon Teil 4? Ich habe noch nie Harry Potter gesehen. Teil 3, höre ich gerade von vorne, Teil 3. Ich muss sagen, ich finde die Harry Potter Filme super, sie werden auch von Mal zu Mal besser, weil am Anfang sind sie natürlich sehr kindlich gehalten und werden dann später immer düsterer. Und die ersten 3 haben wir gesehen, es sind also noch ein paar Teile vor uns. Und
Bisher findet Krümel die Filme auch gut. Sie hat sich vorher ja so leicht gesträubt, so, na, nee. Aber jetzt gefallen die Filme. Ja, Olli fand Azkaban Mist. Ich fand Azkaban super. Wie gesagt, Teil 2 fand ich besser als Teil 1, Teil 3 fand ich besser als Teil 2. Das ging dann immer weiter nach oben. Toffi hat übrigens zuletzt Happy Death Day 1 gesehen. Der ist momentan auf Prime zu sehen. Für die, die Prime haben, können sie mal reinschauen. Gut, dann wollen wir aber mit dem heutigen Kinoprogramm anfangen. Und wir fangen natürlich am 22.08. an. Am kommenden Donnerstag erwartet uns dieser Film. Regie führt Herve Mimran. Und ich hatte vorher gegoogelt, wie ich das aussprechen muss. Er war unter anderem verantwortlich für Tuseki Beri. So ist so ist die Originalaussprache des französischen Films. Mitspielen tun Fabrice Licini, Laila Bekti, Rebecca Marder. Es geht um den Film Das zweite Leben des Monsieur Alain. Und wie immer, wir sagen euch jetzt den Trailer. Danach gibt es ein kurzes Feedback von uns dreien, was wir denn eventuell davon im Trailer halten, was wir erwarten, quasi so ein Einsatzfeedback. Dann gibt es schon wieder die Inhaltsangabe und dann seid ihr im Chat gefragt mit eurer Meinung und eurer Bewertung von 1 bis 5, auch 0,5er Schritt erzählen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim ersten Trailer, Das zweite Leben des Monsieur Alain. Guten Tag, Monsieur Baflair. Du bedankst dich nie, hm? Niemals. Da sind zwei Fehler drin. Wir sind spät dran. Nein, nein, Sie sollten sich ausruhen. Ich kann mich ausruhen, wenn ich tot bin. Monsieur? Hallo, Monsieur! Mademoiselle, fehlt Ihnen was? Mein Vater hatte einen Schlaganfall. Das muss nicht unbedingt schlimm sein. Der Samba in der grünen Nacht. Für die grüne Nacht ist der Samba das... Er redet ja kompletten Blödsinn. Sprachzentrum und Gedächtnis sind betroffen. Wir werden Sie testen. Schubhauber, Dienstag, Mistloch. Keine Angst, die Presse wird nichts erfahren. Ich hasse dich allein. Ich muss zu meiner Psychopathin. Überholen! Jawohl! Wenn Ihnen ein Wort nicht einfällt, probieren Sie einen anderen Weg. Ein schnelles Pferd, das läuft. Salopp? Beinahe. Wie fühlen Sie sich heute? Ich will hier raus. Guten Tag, Monsieur. Sie sind ja in Topform. Wiedersehen, Madame. Erst tun Sie alles, damit ich Ihnen helfe, und dann melden Sie sich nicht mehr. Seit 3 Jahren quäle ich mich durchs Studium, damit du dich endlich mal für mich interessierst. Es gehört sich nicht, Menschen so auszunutzen. Ich bin vergoren ohne Sie. Ich brauche das Rat einer Frau. Das ist unmöglich. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich suche dich seit einer Stunde. Ich habe mich total verfaulen. Das ist ab jetzt dein Gedächtnis. Hier bist du zu Hause, das bist du. Du verläufst dich nie mehr. Oh, Funke. Funke Dielmals. Monsieur? Einen Tee und einen Fäcker. Na klar, Bruder. Ja, das war der Trailer zu Das zweite Leben des Monsieur Alain. Ja, Assassin, kurzes Feedback. War in Ordnung. War in Ordnung. Jeb? Unnötiger Film. Unnötiger Film. Dann kommen wir jetzt zur Inhaltsangabe. Danach darf der Chat gerne seine Meinung und vor allen Dingen auch seine Bewertung des Trailers samt der ganzen Inhaltsangabe preisgeben. Alain ist ein vielbeschäftigter Unternehmer. Er ist der typische Workaholic aus der Top-Etage. Für Freizeit und Familie gibt es keinen Platz in seinem Leben. Ständig rennt er der Zeit hinterher und rackert bis zum Zusammenbruch. Nach einem Schlaganfall leidet Alain an Sprach- und Gedächtnisstörung. Mit Hilfe der jungen Logopädin Jeanne lernt er wieder sprechen und trainiert sein Gedächtnis. Das sollte ich auch mal machen. Die beiden nähern sich an und Alain versucht mit Geduld und Ausdauer sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Dabei eröffnet sich für beide ein ganz neuer Blick auf das Leben. So, nun kommen wir zu den ausrufenden Meinungen und Interpretierungen. Jeff, bitteschön. Ich habe von dem Film noch nichts gehört gehabt und jetzt im Trailer hat er mich überhaupt nicht gepackt. Also das ist so ein Film, der gegebenenfalls mal auf Arte läuft oder packen wir ihn zu ARD oder ZDF in die Sommerkino-Nacht oder sowas. Also das ist ein Film. Franzosen machen zwar ganz lustige Komödien, aber der fällt nicht dazu. Ist das so? Also lustig fand ich ihn jetzt. Ja, diese, wo er denn so die paar Wörter falsch gesagt hat, oder am Ende mit Can, das soll vielleicht so lustig sein, aber ist jetzt nicht auf so einer Stufe wie Ziemlich beste Freunde. Die Franzosen, die haben immer so die gleichen Filme, die suchen sich so ein ernsthaftes Thema, so wie bei Ziemlich beste Freunde, das mit den
Mann im Rollstuhl, Querschnittslähmung, oder jetzt hier der Schlaganfall, oder wie war der? Bei dem rassistischen Franzosen, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Monsieur Claude und seine Töchter. Ja, ja. Solche Themen und versuchen die so drauf aufmerksam zu machen und ich finde, sich auch ein bisschen drüber lustig zu machen, um ein bisschen so den Ernst rauszunehmen. Es bleibt zwar ein ernstes und wichtiges Thema, Schlaganfall, das natürlich, wenn man einen hat, ist es schlecht und es je nachdem kann es bis zum Tod führen. Aber ich denke, die versuchen den Leuten immer so ein bisschen die Angst davor zu nehmen und das finde ich nicht schlecht gemacht. Und da würde ich sagen, dass der doch schon, wenn Jeppy sagt, der ist unnötig, weiß ich nicht, würden schon für ein bisschen nötig. Okay. Tonno. Es ist, wie du schon sagst, es ist ein typischer französischer oder sagen wir mal allgemein Benelux, der ganze Bereich, wo die meisten Filme dann herkommen. Es ist ein typischer Film, der halt wirklich diese ernste Thematik nimmt und Humor reinbringen will, wobei ich aber sagen muss, dass in diesem Film der Humor nicht so rausgehauen wird wie in anderen Filmen. Das glaube ich, dieses Drama, was diese Person an sich erlebt, halt noch präziser ins Licht gerückt wird und vor allen Dingen im Grunde der Ernst des Lebens und dass halt Arbeit nicht alles ist, sondern dass das Familienleben dann auch wieder auflebt, weil im Grunde, wenn man natürlich eh sagen, aber Lisa war ein Workaholic. Workaholics sind selten auch ganz wirkliche Familienmenschen, sind dann immer nur vor Arbeit und denken auch immer an die Arbeit. Und es ist halt, es geht halt mehr in diese Drama, leicht romantische Ebene mit der Logopädin und so weiter. Und der Humor ist relativ seicht gehalten durch die Sprachfehler in dem Ganzen. Und ich muss sagen, es ist ein typischer Film für das Genre, was die Franzosen beliefern. Er findet das Rad nicht neu, das machen viele Filme nicht, aber das ist auch kein Auswahlkriterium oder Pluskriterium. Was ich persönlich finde, ist, dass die Story mich nicht so catcht wie andere Filme, die aus Frankreich in der Richtung kamen. Und daher bin ich mit meiner Bewertung tatsächlich eher neutral. Und bin da bei einer 2,5 angelangt. Den Chat mache ich gleich. Der Chat hat noch ein bisschen Chance, seine Bewertungen mit Zahlen kundzutun im Chat. Und damit gebe ich erstmal zum Jeb. Naja, fangen wir mal human an und geben ihm 2 von 5. Wie gesagt, es geht jetzt rein erstmal um den Trailer. Das Thema ist außen vor. Aber der Trailer zeigt nicht unbedingt an, dass das ein Film ist, den ich unbedingt schauen will. Er ist sicherlich nicht ganz schlecht gemacht. Thema ist ernst, aber mehr als 2 von 5. Was ist das denn? Ich würde mit einer 2,5 mitgehen. So, ja, es ist nichts Neues, Besonderes, Aufregendes, aber es ist auch nicht ganz besonders schlecht. Es ist so ein Film, den man sich mal angucken könnte, wenn man nichts zu tun hat. Das ist so für mich das Mittelmaß, da gehe ich mit 2,5 mit. Okay. Dann schaue ich mal in den Chat. So erstmal ohne große Bewertung. Psy sagt direkt, den Film will ich sehen. Sieht richtig schön traurig aus. Psy ist also auch jemand, der gerne melancholische Filme sich anschaut. Nation sagt gerade, scheint in Richtung Honig im Kopf zu gehen. Ist nichts für mich, aber es gibt allzu wenig von solchen Filmen. Toffee, 4 von 5 Punkten. Ich finde ihn tatsächlich besser als Ziemlich beste Freunde. Das hatte ich letztens nochmal gesehen und der ist nicht so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Der hier hat jetzt halt einfach Potenzial, solange das nicht die besten Szenen jetzt waren. Schankedön fürs Pesen, ja. Psy gibt 3,5 von 5 Punkten nachträglich noch. Der Olli, ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll. Der Trailer selbst hat mich nicht zu 100% abgeholt, Dränke, aber 3 von 5 ist ganz gut. Haben wir sonst noch irgendwelche Bewertungsebenen hier drin? Sehe ich jetzt gerade nicht. Gut. Ich sehe ja schon kommen. Wir werden wahrscheinlich heute relativ schnell durchkommen und dann werden wir wahrscheinlich nachher noch mal ganze Trailer am Stück zeigen, bevor dann nachher die Top 3 von jedem ausgewählt wird. Der nächste Film ist ebenfalls am 22.08. im Kino.
Und Regie führt Brian Schauf. Brian Schauf, ich habe keinen Film gefunden, den er vorgemacht hat, wird wohl sein Erstlingswerk sein. Und er hat als Cast nicht mit anderen dabei, außer Zachary Quinto, Jenny Slate und John Hamm. Und hier ist der Trailer vom Film Artwork. Sie waren also schon einmal in Therapie. Was führt Sie zu mir? Mein Bruder ist zurück in der Stadt. Er war 15, 16 Jahre weg. Oh, würden Sie nicht mit ihm sprechen wollen? Ich habe seine Telefonnummer nicht. Ich habe einen neuen Patienten. Ich weiß nicht, ob er bipolar ist. Wir reden! Oder ob er eine dissoziative Störung hat. Er bezahlt bar. Perfekt. Wenn er dich dafür bezahlt, dass du ihn wegen Schizophrenie behandelst, ist er sicher nicht schizophren. Entschuldigen Sie? Ja. Oh. Entschuldigung, ich bin Craig Norman, Joshua Normans Bruder. Und warum sind Sie wieder hier? Ich wollte sicher gehen, dass da nichts Seltsames dran ist. Aber wollen Sie denn nicht persönlichen Kontakt zu Ihrem Bruder haben? Wissen Sie was? Ich würde jetzt gern nicht mehr über Josh sprechen. Das ist keine normale Sache für mich. Haben Sie schon mit Ihrem Bruder geredet? Warum Sie etwa? Josh ist ein ziemlich gestörtes Individuum. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Worüber denn? Dass ich jemanden für dich töten soll, oder du entnimmst mir Organe. Oh. Ich glaube, Josh halluziniert. Ja, nein, er halluziniert. Ich muss Ihnen etwas sagen. Mein Bruder, ich habe ihn gesehen, aber nur in verschiedenen Rollen. Josh! Manchmal kommt er als Obdachloser zu mir. Das ist mein Ding, Josh. Er hat eine absolute Körperbeherrschung. Ich kann mit ein paar ausgewählten Worten eine neue Rolle annehmen. Ich könnte Dinge über meinen Bruder erzählen, die Sie wirklich nicht glauben würden. Ich bin ein schrecklicher Mensch, aber du solltest endlich zu deinem Bruder gehen und ihm dadurch zeigen, dass es dich wirklich gibt. Es ist wahrscheinlich am besten so, wie es jetzt ist. Nein, es ist sogar ziemlich übel. Ich denke, dass Sie ein überaus einsamer Mensch sind. Das bin ich auch. Wir lassen uns leicht zu etwas hinreißen. Ich komme im Leben sehr gut zurecht. Jeder von uns hat doch mal gute und auch mal schlechte Tage, oder? Allein ist es aber nicht so schön. Ja, da ist in der Konvertierung ein wenig der Ton versetzt worden. Später ging es, glaube ich, tatsächlich, da hat er sich wieder gefangen. Das war der Trailer zu Artwork, oder ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Jeff, deine Meinung? Meinung? Wir wollten erstmal einen kurzen... Dein kurzes Feedback, ja. Ich weiß auch nicht, was ich von dem Film halten soll. Also jetzt ist meine Auswahl semi. Assassin? Ich denke, es sieht ziemlich mysteriös. Ziemlich mysteriös. Dann werde ich eventuell ein paar Vorhänge lüften und die Inhaltsangabe vorlesen. Josh Norman halluziniert. In diesen Halluzinationen kommt regelmäßig auch sein Bruder vor, der berühmte Fernsehstar Craig. Aufgrund seiner Halluzination und der irritierenden Rolle, die sein Bruder in diesem Spiel hat, besucht er die Therapeutin Emily auf, die allmählich eine Obsession mit Craig aufbaut, während er sich selbst nach einer Beziehung mit Hannah sehnt. Doch er ist sich nicht mal sicher, ob sie wirklich existiert. Also das Ganze ist ein sehr verwirrendes, chaotisches Geflecht, würde ich mal sagen. Und jetzt bin ich auf die Analyse oder die Meinung gespannt. Assassin. Also die Inhaltsangabe war jetzt ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Ich habe da mehr so ein Krimi-Spektakel erwartet, dass es am Ende rauskommt, oh mein Gott, der Bruder hat sich das nicht ausgedacht. Und der Schauspielerbruder, das ist irgendein Bösewicht und der schlüpft dann irgendwelche Rollen vom Trailer, ja so ein bisschen den Vibe mit der Geigenmusik. Also, Inhaltsangabe ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Jeff, was hast du dazu? Ja, ich weiß nicht, soweit ich den Trailer verstanden habe oder gesehen habe, ist sie seine Therapeutin und ist mit dem Bruder zusammen. Und ja, das ist. Ja, der Bruder sucht sie anscheinend auf, nachdem er schon bei ihr in Therapie ist. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall so ein bisschen Dreiecksgeflecht von. Ja, auch kein Film, der irgendwie wirklich interessant nach dem Trailer sein wird. Die Frage ist natürlich, was ich am verwirrendsten tatsächlich in dem Trailer fand, ist, dass Zachary Quinto halt erzählt, dass er seinen Bruder halt sieht in verschiedenen Rollen und er ihm immer begegnet. Und die Frage ist ja nun jetzt, der Mann, der bei der Therapeutin ist, ist es jetzt natürlich dann sein echter Bruder oder ist es irgendein anderer, den er dann für seinen Bruder hält? Ich glaube, das Ganze kann relativ schnell in so einem Psychothriller vielleicht am Ende des Films enden.
So kann ich mir das vorstellen, dass dann tatsächlich Zachary Quinto, entweder Zachary Quinto total verrückt spielt oder aber der, der mit der Therapeutin rummacht, am Ende tatsächlich selbst der verrückte Bösewicht ist. Ich habe keine Ahnung. Also der Film setzt sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen bei mir auch offen. Und er ist wirklich schwer einzuordnen. Und ich tue mich bei der Bewertung noch relativ schwer. Deswegen gebe ich erstmal ab an Assassin. Vielleicht hat er noch ein paar Gedankengänge. Also, interessant finde ich ihn jetzt nicht mehr so. Also, ich muss mal sagen, vorher fand ich mysteriös, so wirklich, wie du gesagt hast, in so Richtung Psycho-Thriller so ein bisschen, als nach der Inhaltsangabe. Mit 2 von 5 höchstens. Jeb? Ja, 2 von 5 klingt ganz gut. Weil, wie gesagt, das ist ein Film, wir sollen Trailer bewerten und der Trailer lockt einen nicht, diesen Film zu schauen. Und was mich nicht. Ja, da befürchte ich leider, dass wir da ziemlich konform sind, denn wie gesagt, da der Trailer mich, meistens ist es ja gut, wenn ein Trailer einen mit Fragezeichen oder mit Fragen da lässt, aber dieser Film lässt einen komplett im Dunkeln und ja, man weiß einfach nicht, was man davon halten soll, leider. Wie gesagt, ist des Kollegen Brian Shows Erstlingswerk, mal sehen, ob er dann noch Filme machen wird. Ich bin auch mit einer 2 von 5 dabei. Dann schauen wir mal in den Chat rein. Jason hat direkt geschrieben, noch so ein Patientenfilm. Nein, danke, 1 von 5. Gut, Jason hat wahrscheinlich auch genug von Patient sein und so weiter. Psymind könnte gut zu einem Thriller gewandelt werden, wo der Twist ist, dass der Bruder der Gestörte ist, wie ich gerade auch sagte tatsächlich. Aber er hält auch nicht sehr viel davon, auch nur eine 1 von 5, das Minimum. Genauso der Olli. Der Olli sagt auch, nein, gefällt mir noch weniger als der französische Film. 1 von 5. Also im Chat geht der Film ziemlich unten durch. Was wahrscheinlich sehr, sehr, sehr dem Trailer geschuldet ist. Oder vielleicht auch dem ganzen Film. Wer weiß das schon. Ja, wir sind immer noch beim 22.08. Und ich glaube, Toffi sagt 1,5. Finde ich auch nicht gut. Ja, wir sind uns anscheinend ziemlich einig. Aber ich glaube, der nächste Trailer wird definitiv unterhaltsamer sein. Denke ich jedenfalls, je nachdem, auf welche Humorschiene ihr gerne fahrt. Regie führt Gene Stupnitzky. Gene Stupnitzkys Erstlingswerk tatsächlich. Aber die Leute, die hinter dem Film stehen, haben einige aus diesem Genre schon zu bieten gehabt, die ich alle sehr unterhaltsam fand. Mitspielen tut Jacob Tremblay, Brady Noon und Keith L. Williams. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Trailer zu Good Boys. Na Jungs, ihr wisst, ich bin einer der Produzenten von eurem Film Good Boys. Und leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Ihr dürft den Trailer für euren eigenen Film nicht sehen. Was? Ernsthaft? Komm schon. Ist das ein Witz? Der ist zu krass für Kids in eurem Alter. Die Drogen, die Gewalt, die Ausdrücke. Und auch wenn wir entschieden haben, dass es in Ordnung ist, wenn ihr das im Film macht, dürft ihr euch nicht ansehen, wie ihr das im Trailer macht. Das ist abgefuckt. Das ist total abgefuckt. Ja. Ihr dürft es sagen, ja. Aber ihr dürft euch nicht ansehen, wie ihr es sagt. Das ist voll abgefuckt. Willkommen in Hollywood. Die Waffen waren alle im Schrank meiner Eltern versteckt. Ob sie mir erlauben, das an Halloween anzuziehen? Analkugeln? So heißen Nunchucks auf Japanisch, ihr Wichser. Oh, fuck. Alles okay? Die riechen voll nach Kacke. Ich schmeiß morgen eine Party. Kommst du? Ja, kann ich Thor und Lukas mitbringen? Sie sind meine besten Freunde, weißt du? Das sind solche Loser. 2 Wochen Junior High und ich bin ein Sozialkuppel. Schnabeltasse, Schnabeltasse. Sieht das etwa aus wie eine Schnabeltasse? Nein, das ist ein beschissenes Trinkpäckchen. Ich bin nämlich kein beschissenes Kind mehr. Du willst nicht auf Thorns Party, ohne zu wissen, wie man küsst. Wie wär's mit meiner Nachbarin? Die ist eine totale Nymphomanin. Hey, Stranger Things, verpisst euch endlich! Heran. Was soll denn der Scheiß? Das passiert, wenn man Frauen nicht respektiert. Ich respektiere Frauen. Meine Mama und ich sind beste Freunde. Ich dachte, das sind wir. Mein Dad bringt mich um. Chill mal. So kriegen wir die Drohne wieder. Du hast meine Tasche geklaut? Kein Schritt näher! Oh mein Gott, da ist Molly drin. Okay, wer ist Molly? Denn sie darf nicht mit. So eine Scheiße. Wegen dir haben wir Drogen auf einen verdammten Spielplatz geschleppt. Lauf, lauf! Nobody speak, nobody can show. Wir werden nicht über einen Highway laufen. Sind wir Grundschüler oder auf der Junior High? Okay, wir machen es
so. Ich tauche bei der Party mit einem Bier auf, dann weiß jeder, dass ich cool bin. Was hast du in deiner Hose versteckt? Mein Penis? Rausholen. Ich hab trotzdem großen Schwanz. Du bekommst die Drogen nicht! Ah! Nichts passiert. Lügner, mach deinen Arm! Ach du Scheiße. Wegen dir sind wir mit Drogen rumspaziert. Haben uns geprügelt. Und den Bullen im Laden eingesperrt. Und das mit Hilfe eines Dildos, so wie es aussieht. Wir sind krass, so krass. Wir sind krass, so krass. Good Boys. Wir müssen echte Leute beim Küssen sehen. Ich hab ne Idee. Wie viele Ehemänner hat sie denn? Nix wie weg, Kleine. Niemand hat sich geküsst. Jedenfalls nicht auf den Mund. Nicht wahr? Ja, das war der Trailer zu Good Boys. Jetzt bin ich mal auf das kurze Feedback gespannt. Es ist ihn. Er fand es ganz lustig, aber hat mich dann irgendwie vom Story, von der Direktion hat er mich irgendwie verloren. Jeff? Ich frage mich, was die Zielgruppe für das Ding sein soll, weil die sind wie alt? 10, 11? Und teilweise dann irgendwie, ja, Drogen, Molly und dann irgendwie und den Inhalt, was sie da teilweise an Sprüchen bringen und sowas, ist es nicht unbedingt für 10- und 11-Jährige geeignet. Aber ist auch nicht freigegeben für 10- und 11-Jährige. Ja, aber das Ganze ist so. Also wer älter als 10, 11, guckt sich sowas an. Ja. Kommen wir zur Inhaltsangabe. Als er zu seiner ersten Knutschparty eingeladen wird, gerät der 12-jährige Max in Panik, weil er nicht weiß, wie man knutscht. Heißt, auf ein paar Hinweisen nutzt er und seine besten Freunde Thor und Lucas die Drohne seines Vaters, die Max eigentlich nicht anrühren darf, um nebenan ein Teenie-Pärchen beim Rummachen auszuspinnen. Doch diese Sache geht grandios schief und die Drohne wird zerstört. In dem Verzweifel versucht sie zu ersetzen, bevor Max Vater nach Hause kommt, schwänzen die Jungs die Schule und starten eine Odyssee aus epischen Fehlentscheidungen, inklusive einiger versehentlicher gestohlener Drogen, Paintball im Verbindungshaus und Flucht sowohl vor der Polizei als auch vor furchterregenden Teenagern. Und ja, ich muss persönlich sagen, ich fand Superbad großartig, ich fand Bad Neighbors großartig und ich habe mich auch sehr, sehr amüsiert bei Sausage Party. Das sind also Filme, da schalte ich das Hirn aus und beömmel mich vor Lachen. Es ist für mich persönlich tatsächlich auch weniger eine Zielgruppenfrage, sondern eher eine Frage, welchen Humor man gut findet. Da ich da relativ breit gefächert bin, ich mag gerne auch schwarzen Humor, aber ich mag auch gerne diesen stumpfsinnigen Humor, wenn die Gags relativ gut sind, dann habe ich da auch was zu lachen. Und Seth Rogen ist für mich definitiv schon ein ganz weiter Pluspunkt nach oben. Also ich feiere den Trailer. Ich finde den richtig super. Jeb, jetzt darfst du loslegen. Bad Neighbor, Sausage Party, alles gute Filme, sind auch lustig. Da passt es auch. Nur ich kaufe diesen Kindern das irgendwie nicht ab. Also die sind bei mir fehlbesetzt. Also wenn da irgendwelche Grundschüler da irgendwie auch super Gangster und super aufgeklärt machen, passt für mich nicht. Also das ist eine Fehlbesetzung. Vom Humor mag es sein ganz gut, aber von der Besetzung fehlt am Platz. Ja. Was ist das denn? Da habe ich das Schulleben anders. War bei dir nicht so rasant mit Drogen und so einem Kram und Dildo-Party? Dass sie mit Drogen rumlaufen und Dedos, das ist was anderes, aber darüber lustig gemacht und so, darüber Witze gemacht, war mal eigentlich schon, würde ich sagen. Weiß ich, die Fehlbesetzung. Es gibt halt so kranke Leute, die frühreifer sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt fehlbesetzt ist. Also wie gesagt, ich fand es ganz lustig, die Richtung, so die ersten beiden Scary Movies, so kann gerne noch ein bisschen so in die Richtung gehen, also nichts dagegen, finde ich immer noch lustig. Ich weiß nicht, Carraro, wenn immer sowas war, ja, das ist so amerikanischer Pupu-Humor, das... Okay, Carajo würde jetzt sich jetzt total darüber aufregen, wie stumpfsinnig und dämlich dieser Humor ist, ja. Das ist vollkommen richtig. Also mich stört's jetzt nicht. Ich fand den Trailer in Ordnung. Ja, wie gesagt, ich habe zwar die Befürchtung, dass es die einzige Szene mit Seth Rogen ist, wahrscheinlich extra nur für den Trailer gemacht.
weil, glaube ich, Seth Rogen eher als Produzent in den Film steckt. Aber ganz ehrlich, ich fand ihn super, ich fand ihn unterhaltsam, ich fand die Gags in Dingen relativ witzig. Auch dieses Stumpfsinnige mit der Flasche in der Hose fand ich sehr amüsant. Und ich bin gespannt, was da noch so alles abgefeuert wird, denn ich glaube, das waren nicht alle Gags, die im Film zu sehen waren. Und ich schaue mal kurz in den Chat rein. Der Chat, was sagt ihr denn zu dem Trailer? Psy hat den Trailer schon gesehen, er redet ein bisschen an Juno. Psy ist aber kein großer Fan von solchen Filmen, aber er gibt den Trailer, naja, mal eine 3 von 5. Ist also nicht so schlecht. Jay gibt, die Zielgruppe sind die gleichen wie bei Sausage Party, also sehr, sehr Niveaudose. Und Toffi, der Trailer ist nicht so schlecht, aber der Film an sich wäre wahrscheinlich nichts für sie. Ein wenig zu eklig, aber der Stranger Things Bruch war mega, 2 von 5. Okay, der Vertipper war auch lustig, ja. Was haben wir denn noch alles? Olli, okay, sehr zwiegespalten, ist fast wie jede amerikanische Komödie, sehr hebbelig und crazy. 3 von 5. Und der Jason schreibt, ich glaube, er hat alle Höhepunkte verschossen. Wortspiel. 1,5 von 5 gibt der Jason. Ja, ich habe hier eine 4 von 5 für Good Boys stehen. Ich finde es super, ich finde es lustig. Also ich bin auf der Positivseite. Wie schaut es denn beim SSN aus? Ich muss sagen, das Mittelmaß ist dann nicht mehr, schon ein bisschen besser. Auch nicht so hoch, ich gebe eine 3 von 5. Chat, was sagst du? Heute meine beste Bewertung bis jetzt 2,5, aber ich glaube nicht, ich kann mir das 100 Minuten mit diesem Kerlchen da angucken. Das ist ja passiv. Da wird der Jab aggressiv, so ist es. Ach ja, dann kommen wir jetzt zu einem, ich möchte ungern sagen Trash-Horror-Film, aber er könnte eventuell in diese Spalte rutschen, wobei ich diese Art von Film tatsächlich mag. Ich freue mich da sehr drauf. Regie führt Alexandre Aja. Und die Alexandre Aja ist kein Unbekannter in dem Genre. Er hat den Film Horns gemacht mit Daniel Radcliffe, den ich richtig gut fand, kann ich nur empfehlen. Den Film Mirrors mit Kiefer Sutherland, auch großartig. Oder auch The Hills Have Eyes 1, den ich auch sehr gut persönlich fand. Mitspielen tun hier Kaya Scodelario und Barry Pepper und Ross Anderson. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze findet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trailer zu Crawl. Florida hat eine Kategorie 5 Hurricane-Warnung herausgegeben. Alle Einwohner müssen die Gegend sofort verlassen. Schnappen Sie sich Ihre Angehörigen und brechen Sie auf. Dad! Wir können Ihnen später nicht mehr helfen. Dad? Ist hier alles geflutet. Gegen die Rohre schlagen, das verwirrt sie. Ich versuche sie abzulenken. Du schaffst das! Du musst hier raus, sofort. Ich werde dich nicht zurücklassen. Ja, ich merke gerade, die 4 Trailer, die ich von YouTube runterholen musste, weil die nicht auf den Servern vorhanden waren, auf den Presseservern, sind leider alle bei der Konvertierung im Ton verrutscht. Das tut mir leid. Ich hoffe trotzdem, dass der Trailer einigermaßen angekommen ist.
Und ja, unter anderem feiere ich diesen Film deshalb, weil Sam Raimi seine Finger mit im Spiel hat bei diesem Film. Und ich feiere Sam Raimi gerade für seine Sachen, die er im Horrorbereich gemacht hat. Und nun kurzes Feedback, Chap. Ja, der Film mit dem Kroko, sagt man. Was ist das? Wir hören dich nicht. Entschuldigung. Ich fand gut, besonders diesen einen, wo sie die Pistole im Profitiermauer abgedrückt hat. Das sah gut aus. Ja, dann gibt es die kleine Hinsangabe, sie ist kurz und knackig. Nach einem Hurricane der Kategorie 5 versucht eine junge Frau ihren Vater zu retten. Doch bald muss sie um ihr eigenes Leben bangen, macht ein Alligator das gefährlichste und gefürchtetste Tier Floridas, Jagd auf sie. Ja, klassischer Tier-Horrorfilm, aber jetzt nicht im abgedrehten Sinne wie Sharknado. Sicherlich trotzdem ein bisschen überdreht, weil Alligatoren in der Regel wahrscheinlich nicht so aggressiv sind. Wobei, wenn man richtig gesehen hat, in einer Szene ist ja auch ein Nest zu sehen und die verteidigen schon ihre Nester. Ich mag solche Filme. Also ich damals auch Lake Placid, der ist natürlich ein bisschen abgedreht mit den Riesenkrokus, fand ich auch richtig cool. Deep Blue Sea mit den Riesenhaien auch fand ich auch mega und ich glaube, der geht auch so in die gleiche Sparte für mich rein. Aber ich bin gespannt, wie Jeb und Assassin das sehen. Jeb. Ich weiß nicht, sind die nicht auch ein bisschen größer, die Krokodile, als so natürliche Krokodile in dem Film? Der Alligator in dem Badezimmer sah relativ originalgroß aus. Weil da schwimmen ja mehrere Viecher drin rum. Also es ist ja nicht nur einer, der rumschwimmt, sondern es ist ja eine ganze Reihe an Alligatoren, die da dann entsprechend das Haus in Beschlag nehmen und Jagd auf die zwei Menschlein da machen. Ja, so ein Film. Man schaltet sein Hirn ab, schaut ihn sich an, wahrscheinlich nicht im Kino. Das ist halt so ein Film, so nebenbei, wie damals auch mit Jason Statham da, dieser Mac. Das war genau so ein Blödsinn. Aber ich fand ihn unterhaltsam tatsächlich. Und also als Prädikat Horrorfilm hat es für mich nicht. Das ist einfach nur Trash. Aber wie gesagt, also Mac habe ich gesehen, muss ich sagen, ich fand ihn unterhaltsam. Ja, ich sage ja nichts gegen nicht unterhaltsam, aber es war auch so nicht, was unbedingt stattfinden wird. Ja, das ist so wahr. Es ist ein. Ich bin erstmal erleichtert vom Titel Crawl, hätte ich mir irgendwas anderes erhofft, aber. Zum Beispiel? Spinnen. Die krabbeln auch. Und, dann guckt ihr Arachnid. Das muss nicht sein. Ja, gut. Also, ich fand's gut. Wie gesagt, die eine Szene, wo die den Krokodil mit der den Arm im Krokodil mal mit der Pistole hat. Sah super aus. Das war so die Szene, die sich eingeprägt hat, weil ich die richtig cool fand. Ansonsten ich würde sagen, also Horrorfilm muss ich Jeb recht geben, würde ich ihn auch nicht. Ja, aber einordnen. Die Filme werden gerne ins Horrorgenre mit reingepackt, ist halt so. Suspense halt, ne? Und ich weiß nicht, wer es geschrieben hat im Chat. Trash würde ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Ich denke schon, dass der. Ich habe ja nur gesehen, dass manche den als Trash ansehen könnten. Nicht, dass es alle ist. Welches, wie du schon gesagt hast, Sharknado, den würde ich mir jetzt wirklich so als Trash vorstellen, weil das so abgedrehtes Zeug ist. Und dann auch billig gemacht. Ja. Aber das könnte ich mir so, irgend so in Florida, da sind sowieso überall Krokodile. Und dann kommt irgendein Tsunami und spürt die so in die kleinen Häusersiedlungen rein. Das würde ich mir relativ realistisch vorstellen eigentlich. Und ich finde das Konzept, einer im Chat, ich weiß jetzt nicht mehr, hat im Chat gesagt, das ist der weiße Hai mit Krokodilen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es. Ich will jetzt nicht sagen, dass es. Ich sehe das genauso. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwas Originelles ist, aber ich fand den gut. Also, das, was ich gesehen habe, fand ich gut. Gut, dann gehe ich mal in den Chat rein und schaue mal die Bewertungen rein. Der Olli gibt 3,5 von 5. Ist er schon mal begeisterter als von den letzten Filmen. Der Psy sagt 2 von 5. Fesselt mich nicht. Soll ich auch nicht fesseln? Muss ja schwimmen, ne? Und mit Fesseln kannst du schlecht schwimmen. Jason ist unterwältigt, 0,5 von 5, ist noch nichts dabei gewesen für Jason. Toffi, nach Trash sieht das nicht aus. 3,5 von 5, extra Punkte für Kaya, aber für den Film an sich würde ich es wahrscheinlich nicht gucken.
Und der Jay sagt, wäre voll was für meine Freunde. Ich denke mir, der wird seine Momente haben, aber der Trailer hat mal wieder alle Höhepunkte rausbesaunt. Das tun sie meistens leider. Aber ob wir das wirklich alle Höhepunkte waren, müssen wir dahingestellt lassen. Ich würde ihn mir anschauen, aber wahrscheinlich nicht im Kino, denke ich. Ich würde sagen 2 von 5 oder 3 von 5, also so gesagt eine 2,5 von 5. Ja, ansonsten gab es da jetzt keine Bewertung. Dann gehen wir jetzt auf unsere Bewertung ein und dann lasse ich den Chap den Vorzug. Ja, geben wir mal eine 3 von 5, gutmütig. Assassin? Ich muss sagen, das war von denen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist ja sehr noch unter der Hälfte quasi, aber von denen, die wir gesehen haben, fand ich ihn am besten und würde eine 4 von 5. Ich schließe mich da an, ich gebe ihm auch eine 4 von 5. Wie gesagt, das ist definitiv was für mich, woran ich auch Spaß habe. Und wie gesagt, ob die Filme nun jetzt fürs Kino oder für zu Hause sind, ist ja erstmal irrelevant tatsächlich. Für mich persönlich geht es eher darum, ob der Film einen überhaupt reizt, ob er für gut befunden wird oder nicht gut befunden wird. Weil Kino, bin ich ehrlich, Kino ist heutzutage relativ teuer für viele, wenn man mit der Familie reingehen will, schon fast reiner Luxus, wenn man bedenkt, dass man für 3 Karten und eventuell noch Portion Popcorn und eine Coke für 50 Euro dann dahin latzt. Das ist schon nicht mehr gerade ein günstiges Unterfangen. Deswegen ist eher so der Film im Vordergrund anstatt des Kinos an sich. Aber auch, trotz allem stellen wir natürlich Kinofilme vor, die demnächst kommen. Ja, das war Crawl und das war auch der letzte Film für den 22.08. Wir fahren eine Woche weiter nach vorne, kommen zum 29.08. Und dort erwartet uns eine Fortsetzung, wo ich eigentlich dachte, dass es da keine Fortsetzung davon geben wird. Aber sie haben ihn nochmal ausgekramt. Regie führt Rick Riordan-Wall. Hat unter anderem Filme gemacht wie Snitch, ein riskanter Deal mit Dwayne The Rock Johnson oder auch Shot Caller. Mitspielen tun Gerard Butler, Morgan Freeman und Piper Perabo. Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Trailer zu Angel Has Fallen. Das Weiße Haus wurde eingenommen. Bei den Angriffen sind die meisten bekannten Wahrzeichen der britischen Hauptstadt zerstört worden. Wieso die Handschellen? Ihr gesamtes Team ist tot. Drohnen! Das sind Drohnen! Das haben Sie perfekt geplant, Mike. Sie werden des versuchten Mordes am Präsidenten der Vereinigten Staaten beschuldigt. Sehen Sie das nicht? Ich werde hier vorgeführt. Banning ist Secret Service Agent. Er kennt unsere Tricks. Wir kriegen Morddrohungen. Der Präsident ist nicht sicher. Da steckt jemand anderer dahinter. Ich war das nicht. Und ich gebe nicht auf, bis ich beweisen kann, wer das getan hat. Wie zum Teufel hast du mich gefunden? Ich brauche deine Hilfe, Dad. Du kannst dich nicht vor uns verstecken. Du brauchst mich nicht zu suchen. Ich finde dich. Willst du mich verarschen? Wir müssen loslegen. Es werden Menschen sterben, aber nicht sie. Ja, Angel Has Fallen, der dritte Teil aus der, ich glaube, der erste hieß White House, nee. Olympus. Olympus Has Fallen, dann war London Has Fallen und jetzt Angel Has Fallen. Ich muss gestehen, ich habe nur Olympus Has Fallen gesehen. Den zweiten Teil habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ja, euer kurzes Feedback. Kennt ihr die Reihe überhaupt? Ich kenne beide Filme, ja. Also ich habe jetzt den ersten gesehen und jetzt zum Trailer ich ihn meh. Gut, dann, wie gesagt, ich muss mal entschuldigen, wir haben dann gleich noch einen Trailer, das wird der letzte sein. Eventuell werde ich den gleich einfach online einbinden, damit wir keinen Ton versetzt haben. Da hat die Komfortierung leider Mist gebaut. Wir kommen erstmal zur Inhaltsangabe. Sein gesamtes Berufsleben lang verbrachte Mike Banning damit, das Leben des Präsidenten zu schützen. Dabei musste er bereits zweimal bis an seine Grenzen gehen. Doch dieses Mal haben es die Angreifer nicht auf den Präsidenten, sondern auf ihn selbst abgesehen. Nach einem verheerenden Angriff auf Washington wird Banning die Schuld in die Schuhe geschoben, als die Air Force One Codename Angel, daher der Name, ins Visier gerät. Um aus der Sache herauszukommen, muss Banning nicht nur fliehen, sondern auch die wahren Schuldigen finden.
Das ist die ganze Inhaltsangabe dazu und jetzt bin ich gespannt, was der Jeb denn allgemein von der Reihe und vor allem jetzt von dem dritten Teil hält. Schwierig. Das ist wieder so eine Actionreihe. Das Olympus Has Fallen war noch ganz interessant, wo es halt um den amerikanischen Präsident ging, der bei der CIA ist und die dann halt entsprechend in diesem Secret Service. Ja, aber das ist ja dann im Prinzip dieser War Room bzw. Sicherheitsraum da im Weißen Haus, wo sie eindringen und im Prinzip die Atom-Raketencodes haben wollen. Das London is Fallen ist dann halt eine Fortsetzung, die schon relativ unnötig war, die dann halt nach Europa geschoben wurde. Und jetzt mit der Air Force One und eher jetzt der Sinnbock ist, ist so, ja gut, wir müssen halt wieder irgendwie noch eine Fortsetzung von einem Franchise drehen, was semi erfolgreich war. Von daher machen wir noch ein bisschen Geld und versuchen es nochmal zu melden. Ja, servus Evi und dann bin ich auf Assassins Meinung zur Reihe und zum Teil selbst gespannt. Also ich habe nur den ersten gesehen, den muss ich mich Jeb anschließen, den fand ich auch noch ganz interessant. Den zweiten kann ich dann nicht sagen und ich muss ja auch nochmal Jeb anschließen, ich weiß nicht, ob das so nötig ist. Das hat mich irgendwie jetzt nicht vom Hocker gerissen, obwohl Jared Butler ist ein super Schauspieler. Jetzt nicht, was weiß ich, Kautionskopf-mäßig mit Jennifer Aniston, das war nicht so meins, aber zum Beispiel 300 war super. Morgan Freeman, die Stimme von Gott persönlich, auch super. Die Besetzung ist top, würde ich meinen. Aber die Geschichte, die hat mich jetzt nicht so mitgerissen, obwohl es schon so ein bisschen spannend klingt, so quasi ein Rennen durch die USA gegen die Zeit, aber hat irgendwie nicht gezündet. Ja, so ein bisschen ist auch so hier Staatsfeind Nummer 1 halt mit drin, ne? Der alte Streifen mit Will Smith. Ich fand es damals sehr, sehr lustig, man merkte halt, dass dieses Drehbuch anscheinend durch viele Studios durchgegangen ist, bis einer gesagt hat, jo, wir machen das. Weil zur gleichen Zeit kam ja auch White House Down mit Channing Tatum raus und wo wie heißt er nochmal, hier der Schwatte, der hat den Präsidenten gespielt. Das war nämlich nicht Morgan Freeman, sondern hier der Fox sowieso. Wie ist der Fox? Ja, ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Und ich muss sagen, ich fand damals tatsächlich den White House Down lustiger als Olympus Has Fallen. Der hat ein bisschen mehr den Humor mit reingebracht, der war das ganze Paket für mich ein bisschen runder abgepackt. Nichtsdestotrotz war die Action aus Olympus Has Fallen ziemlich gut. Ich glaube sogar Sean Bean war der Bösewicht, glaube ich, in London Has Fallen. Ist das richtig? Bin mir nicht ganz sicher. Hab wie gesagt nur den Trailer gesehen damals und den Film selber noch gar nicht geguckt gehabt. Deswegen war ich auch überrascht, als ich dann bei der Recherche quasi dann Angel Has Fallen gesehen habe. Erstmal wie Angel Has Fallen, habe ich Gerard Butler gelesen. Und dann ist mir wie die Schuppen von den Augen gefallen. Von der Action her kann man, glaube ich, nicht meckern. Action sah wieder sehr gut aus. Ein bisschen Aktualität in Sachen Drohnenkampf und so weiter wird auch nochmal reingepackt. Es wird, glaube ich, ein grundsolider, guter Actionstreifen, der sich höchstens halt durch den Cast ein bisschen von dem Standard abhebt. Aber ansonsten relativ schwierig, weil ich muss tatsächlich recht geben, war es also wirklich nötig. Wie gesagt, ich habe mich ja gewundert, dass überhaupt ein dritter Teil rauskam. Und ich glaube, der zweite Teil ist schon relativ lange her, dass der rauskam. Das müssten dann mindestens schon 7 oder 8 Jahre sein. Und Gerard Butler kann ich auch nur bestätigen, ist großartiger Schauspieler. Und dann schauen wir mal in die Liste rein, wer hier sowas gesagt hat. Der Nation sagt, ist natürlich kein Film, bei dem man eine super Story erwartet. Aber die beiden Vorgänger, ich glaube, es waren zwei, das ist richtig, fand ich voll in Ordnung. Er tendiert zwischen einer 3 und 3,5 von 5 für den neuen Teil. Der Olli mochte alle beide Teile, gibt dem 4 von 5. Psy sagt rein vom Trailer her nicht gut, hypt mich aber, da ich Olympus das vorhin gesehen habe und der echt gut war, 3,5 von 5. Jason muss auch gestehen, dass er die Reihe überhaupt nicht kennt, aber bestimmt wieder so ein typischer Action-Baller-Film, 1,5 von 5, nichts für ihn. Psy wird ihn auf jeden Fall sich reinziehen. Und das war's dann auch aus dem Chat. Ich habe dem Film eine solide 0 von 5, sieht kacke aus, ja. Ich habe dem Film eine solide 3 von 5 gegeben. Ich erwarte nicht zu viel, es wird ein guter Action-Streifen sein, man wird seine Unterhaltung kriegen. Aber
Eventuell haben sie dann auch ein bisschen zu lange gewartet, um dann einen dritten Teil zu machen, dass eventuell die alten Teile auch schon ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, meiner Meinung nach. 3 von 5. Assassin, bitteschön. Aber so kann man sich angucken, muss man jetzt aber nicht. Das ist also so Mittelmaß, so normaler Film. 2,5 von 5 von mir. Chap? Ich bin auch bei einer 2,5 von 5, weil das ist halt ein dritter Teil, der nicht zwingend nötig war. Action wird gut sein, der Cast ist gut, von daher unter 2,5 möchte ich nicht gehen, allein wegen dem Cast, aber im Film her relativ unnötig. The Nation hilft gerade aus, im Dreijahrestag, 2013, 16 und jetzt 19, tatsächlich, gar nicht so alt. Kannst mal sehen, wie weit ich dich schon nach hinten geschoben habe, also das geht ja dann eigentlich tatsächlich noch. Ja, das war dann quasi dann die Bewertung für Angel Has Fallen. Wie gesagt, kommt am 29.08. ins Kino. Und jetzt für meine Verhältnisse kommen wir zu einem kleinen Geheimtipp in meinen Augen. Regie führt Abe Forsyth und das ist sein Erstlingswerk. Mitspielen tut Lupita Nyong'o, Josh Gad und Alexander England. Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Trailer zu Little Monsters. Lieutenant, Sir, wieso sind wir hier? Es geht wieder um Zombies. Schnelle oder langsame, Sir? Langsame. Gott sei Dank sind sie langsam. Nächster Stopp, Pleasant Valley. Kicherzwerge! Hi-ho, Teddy! Haben wir nicht super viel Spaß auf unserem Ausflug? Ihr stellt euch jetzt alle in einer Reihe auf und dann gehen wir los. So halten wir an. Da muss irgendetwas im Weg sein. Ist alles okay, Miss Caroline? Ah! Oh Gott! Starte den Traktor! Alles okay? Ja! Hab keine Angst! Wer kann mir sagen, wie man Fang spielt? Diese komisch aussehenden Menschen da, die sind dran. Ey, verpisst euch! Wir haben Kinder hier draußen! Oh mein Gott! Ist mir scheißegal, ehrlich gesagt! Was passiert da? Wir werden alle sterben. Ehrlich, werden wir alle sterben, Miss Caroline? Nein! Die Zombies sind nicht wirklich echt. Die sind ein Teil des Spiels. Es ist ein bisschen gruselig. Was machen wir, wenn wir uns gruseln? Welches Lied können wir singen? Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Wir können hier nicht unendlich lange hocken. Ich werde nirgendwo hingehen. Ihr seid viel größere Idioten, als ich gedacht hatte. Und ich halte euch sowieso für die dümmsten Menschen aller Zeiten. Mein Job ist es, euch zu beschützen. Wartet hier, bis ich zurückkomme. Froxy hat es nicht geschafft. Ja! Oh, Scheiße! Ein solches Verhalten ist echt inakzeptabel. Max hat angefangen. Max ist 5 Jahre alt. Und wenn Sie nicht angemessen mit einem 5-Jährigen reden können, dann muss ich Sie bitten, den Traktor zu verlassen und stattdessen am Bus auf uns zu warten. Ich bin direkt in eine Marmeladenschlacht geraten. Aber nicht kosten, okay? Alles klar! Ja, Little Monsters. Fand ich sehr schön. Also, es ist es. Ich fand ihn auch lustig. Gut. Chap? Ja, könnte lustig werden. Ja, dann gibt es jetzt noch die kleine Inhaltsangabe zu den Little Monsters. Der erfolglose Straßenmusiker Dave begleitet seinen Neffen eigentlich nur aus einem Grund mit zu seinem Kindergartenausflug. Er hofft darauf, bei der Erzieherin Miss Caroline landen zu können. Gar nicht so einfach, wenn die Konkurrenz der beliebten Kinderentertainer Teddy McGiggy ist und der ebenfalls ein Auge auf Miss Caroline geworfen hat. Der Wettstreit der beiden Männer wird aber zur Nebensache, als plötzlich eine Horde Zombies auftaucht und über die Gäste des Vergnügungsparks herfällt, indem er die Kindergartengruppe verschlagen hat. Ja, ich bin gespannt auf eure Bewertung, eure Meinung zum Film. Ja. Jeff, du darfst anfangen. Ja, es könnte ganz lustig werden, auch wenn es wieder, wie Toffi schon recht hat, das fällt auch unter Trash. Aber es ist halt wenigstens lustiger Trash. Das ist ein Zombie-Film, es ist nicht, wie schon im Chat geschrieben ist, Zombieland 2, der noch erst im Oktober, glaube ich, kommt. Aber
Das ist mal ein bisschen was anderes. Da hat so irgendwie, ja gut, Kinder fahren in den Zoo und anstatt Tiere sind halt ein paar Zombies da und spielen dann mit denen Fangen und Verstecken und was auch immer. Ist mal ein bisschen was anderes, bisschen lustig, bisschen Hirn abschalten, aber ganz gut. Ja, Weiterleitung mache ich dann wohl. SSM, bitteschön. Ja, ich schließe mich Jeb an. Das Konzept so Zombies, die mit Kindern zu tun haben, habe ich jetzt auch noch nicht irgendwo gesehen, ja. Was mich interessiert hätte, Alexander England mit Robert England und zum Karacho zu tun hat, aber so neben Gedanke, den ich habe. Der wird aber anders geschrieben. Der wird mit U geschrieben. Ah, okay. Also die. Ich frage mich, ob sie da schon das Beste so ein bisschen rausgenommen haben. Also der Anfang, die mit zwei Lager, das ist schnelle Zombies und langsame Zombies und dann, ach Gott sei Dank, sind langsame Zombies. Ne? Würde ich jetzt schon einen der besseren Gags aus dem Trailer sehen. Ich weiß nicht, ob sie da nicht schon das Beste aus dem Film rausgenommen haben. Also ich persönlich finde ja gut, dass der Film sich definitiv nicht ernst nimmt. Er nimmt doch das ganze Genre nicht wirklich ernst. Was man halt auch an dem Gespräch der Soldaten erkennt. Und gerade das spricht meiner Meinung nach für den Film. Er nimmt sich nicht selbst ernst und darum muss der Zuschauer diesen Film auch nicht ernst nehmen. Ob es jetzt nun wieder ein Zombie-Film ist oder nicht, ist für mich eigentlich tatsächlich irrelevant, weil die Zombies für mich tatsächlich eher nur so einen Nebencharakterplatz in dem Sinne haben, sondern im Grunde diese Kindergartengruppe halt der Hauptcast in dem Ganzen ist. Und ich muss sagen, ich fand den Trailer charmant, ich fand ihn lustig. Ich muss sagen, Josh Gad, der den Dicken im grünen Anzug spielt, finde ich auch sehr unterhaltsam. Ist ja allgemein in Komödien oder auch bei Saturday Night Live, glaube ich, öfters unterwegs gewesen. Ich fand ihn wirklich gut. Ich muss sagen, der Trailer war richtig super. Der Humor war richtig gut gemacht und ich freue mich, den Film zu sehen tatsächlich. Dann warte ich erstmal auf eure Bewertung, danach kommt der Chat und danach meine. Es ist auf Anfang. Ich würde schon sagen, dass er besser als die Hälfte ist und ich würde bei der 3 mit Good Boys einordnen. Jeb? Ich habe ihn mit 3,5 von 5 bewertet, weil ich auch sehr lustig fand, war was mein, um die Kinder abzulenken und dann ja eine Glücklichkeit klatschen die Hände und die Zombies hinterher auch klatschen. Fand ich sehr lustig. Aber ja, dieses mit dem Klatschen erinnert mich auch an die Szene aus Shaun of the Dead, wo sie besoffen aus der Kneipe rauskommen, anfangen zu rappen und er muss doch Freeze sagen. Ach, großartig. Schauen wir mal auf den Chat. Der Chat ist da ziemlich hart mit diesen kleinen Indie-Filmchen. Toffi direkt, das ist Trash. Psy, Zombie-Genre hängt mir zum Hals raus und das ist wirklich Trash. 0 von 5. Toffi schießt sich da an, 0 von 5. Olli sagt auch einfach nur nein, 0 von 5. Jason ist da einigermaßen Mitte. Ente habe ich auch gedacht, 2 von 5. Ente meinte nämlich Zombieland 2. Evi sagt 1,5 von 5, ganz nett und ein anderer Ansatz, aber wegen der Kinder irgendwie zu zahm. Ich glaube, der Film will auch gar nicht brutal und wild, glaube ich, sein. Da tut man dem Film, glaube ich, Unrecht mit. Nation sagt, also zuerst dachte ich auch, ach bitte nicht noch mehr Zombie-Schrott, aber tatsächlich könnte er doch wirklich unterhaltsam sein. Habe aber auch die Sorge, dass sie mit dem Trailer schon wieder ihr Pulver verschossen haben. Mag Filme, die sich selbst auf die Schippe nehmen, bin gespannt. 3 von 5 Punkten. Und ja, Mr. Gerd war auch bei Die Schöne und das Biest dabei als Kompagnon von Gaston. Weil wir hatten, glaube ich, letzte Mal... hier der kleine Pups, der um Gaston rumwuselt. Der erste LGBTQ-Plus-Typ im Disney-Märchenuniversum. Ja. Und wo wir bei Filmen sind, die sich selbst auf die Schippe nehmen. Wir hatten ja letztens auch einen Zombie-Film mit Bill Murray drin, aber den hat, glaube ich, einer von uns letztens schon gesehen. Ich glaube, Karacho hat ihn, glaube ich, gesehen. Oder was du hast, Chip? Ich hatte ihn gesehen und der war sowas von schlecht. Ja, war der Trailer. Der Trailer war gut, der Film war schlecht. Ja, LeFou, genau so hieß der Kollege bei Schön und das Biest. Das war Little. Oder so irgendwas, oder wie hieß er? Ich hab's schon vergessen. Ja.
Meine Bewertung übrigens ist 4 von 5. Ich freue mich drauf. Für mich ist das tatsächlich so ein kleines Schmankel aus der Indie-Szene, der tatsächlich gut sein kann. Ich freue mich da drauf. Und nun kommen wir zum nächsten Film, der ebenfalls am 29.08. in die Kinos kommt. Regie führt Yuval Adler. Mitspielen, schon lange nicht mehr auf der Kinoleinwand gesehen, Diane Kruger, Martin Freeman und Cass Anwar. Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Trailer zu Die Agentin. Hallo? Mein Vater ist gestorben. Zum zweiten Mal. Als ich ihr Mittelsmann wurde, war sie nur eine gewöhnliche Agentin. Da bist du ja. Es war meine Idee, sie in den Iran zu schicken. Du bist perfekt für diesen Auftrag. Sie war zielstrebig und wollte etwas Bedeutsames leisten. Ich vertraute ihr. Farhad Razavi wurde ihre Zielperson. Schön, Sie kennenzulernen. Cheers. Die Menschen hier haben viele Geheimnisse. Du kannst mir helfen. Bitte zieh mich da nicht mit rein. Du wirst ihn herbringen, egal wie. Er ist wie ein Kind, das ich beweisen will. Er hat dich bereits benutzt, um verbotene Technik zu schmuggeln. Moment mal, hey! Ich steige aus, Thomas. Willst du mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, was vorgeht hinter deinem... Sie gefährdet die gesamte Operation. Du wolltest ihn schon immer in die Finger kriegen. Du warst ja mit deinen Fingern schon dran, das lief ja gut. Rachel! Das hier ist Krieg und im Krieg sterben unschuldige Menschen. Ich habe noch nie eine eigene Entscheidung getroffen. Lasst es mich noch mal versuchen. Selbst wenn ich in den nächsten 5 Minuten sterbe, war es richtig. Ich bin ganz allein. Nur ich und der Rest der Welt. Ja, das war der Trailer zu Die Agentin. Und nun bin ich auf einen kurzen Eindruck vom Chat gespannt. War schon mal da, würde ich sagen. Ja, es ist er. Weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich warte auf der Inhaltsangabe. Auf der Inhaltsangabe wartet der Kerl. Gut. Dann sollst du eine haben. The Operative basiert auf der, also The Operative im englischen Titel, die deutsche Titel ist Die Agentin, basiert auf dem Roman The English Teacher des ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeiters Yitzhak Reicha Atir. Im Zentrum der Handlung stehen die Mossad-Agentin Rachel, gespielt von Diane Krüger, und ihr Kontaktmann Thomas, gespielt von Martin Freeman, die ein Katz-und-Maus-Spiel beginnen, als Rachel auf der Beerdigung ihres Vaters spurlos verschwindet und Thomas lediglich einen mysteriösen Anruf hinterlässt. Thomas reist daraufhin von Deutschland nach Israel, um mit der Suche nach Rachel zu beginnen, denn die steckt mitten in einem Fall, der mit dem Atomprogramm des Iran zu tun hat. Also das Ganze ist eine Buchverfilmung. Der Buchtitel The English Teacher sagt mir persönlich nichts, aber ich habe auch in letzter Zeit nicht wirklich was gelesen. Jetzt habt ihr eine Inhaltsangabe. Es ist ein, was sagst du? Also zuallererst, das Beste am Film ist für mich Martin Freeman. Ich finde den super. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wirklich alle so Briten sind, aber so die britischen Schauspieler, so alle Schauspieler, die in der Cornetto-Trilogie mitgemacht haben, finde ich super. Und Martin Freeman in The World's End, super. Sieht doch schon, der Film sieht spannend aus, würde ich sagen. Was Jeb wüsste ich jetzt nicht, ob ich dir so das Konzept schon mal irgendwo vorher gesehen hätte. Würde mir jetzt nicht einfallen. Homeland zum Beispiel. Die Serie. Ja. Homeland könnte nah rankommen, wobei es ja eher inländisch dann nur für die USA ist, ne? Ja gut, aber es ist ja auch basierend auf einer israelischen Geschichte, das Homeland. Und Frau oder Agentin geht in den Nahen Osten, versucht da irgendeinen Wissenschaftler oder gegnerischen Agenten zu überzeugen, für das eigene Land zu arbeiten, also Doppelagent zu werden. Die einzige Frage, die mich hier stellt, ist, ob sie dann entsprechend selbst konvertiert wird und für den Iran im Prinzip gegen Israel in den Krieg tritt oder ob sie
schafft, den Iraner auf die Seite der Israelis zu ziehen. Das ist der einzige Twist, der da noch irgendwie aus dem Trailer offen ist. Aber sonst, die Geschichte hatte man schon und gab ja schon verschiedene Filme, wo irgendwelche Agenten versucht wurden zu konvertieren bzw. zu rekrutieren. Und ja, deswegen nichts Neues für mich. Ja, ich persönlich muss sagen, ich finde es halt wieder schön, dass Diane Krüger mal wieder da ist. So gefühlt habe ich zuletzt erst in den Nicolas Cage-Film Das Vermächtnis des verlorenen Buches irgendwie zuletzt gesehen. Ich weiß nicht, ob sie zuletzt noch woanders aktiv war oder eher in Serien gemacht. Serien viel gemacht, okay. Finde auf jeden Fall schön, dass sie wieder auf der Leinwand ist. Das ist ja quasi unsere deutsche Dame in Hollywood. Da haben wir ja nicht mehr so viele von, weil Sandra Bullock ist ja auch Deutsche. Ne? Und ich muss sagen, es schaut für mich nach einem guten Thriller aus. Ich erwarte nicht zu viel tatsächlich davon, aber ich finde, der Cast ist gut gesetzt. Morgan Freeman ist nicht das erste Mal in so einer Rolle, wo er einen CIA-Agenten spielt. Das hat er schon. Martin. Entschuldigung, Martin Freeman. Den Fehler habe ich schon des Öfteren gemacht. Martin Freeman hat nicht zum ersten Mal einen CIA-Agenten gespielt, das hat er schon mal getan. Ist alles, schaut alles relativ plausibel aus. Die Frage ist halt, zu welcher Zeit es im Iran spielen soll. Wenn es um das Atomprogramm geht, okay, das ist jetzt noch nicht so lange her, glaube ich, ne, dass das Ganze ausgehandelt wurde. Wobei die jetzt sowieso gerade erstmal Stress machen mit dem ganzen Atomprogramm. Aber das ist jetzt eher politisch, das hat jetzt hier erstmal nichts zu suchen. Ich glaube, es wird ein richtig guter, guter Thriller, meiner Meinung nach. Der zwar kein Action-Thriller ist, sondern eher einer, der auf die Story basiert und eher ruhig hält. Aber ich glaube, dass er zu unterhalten weiß, wenn man dann auf die etwas ruhigeren Thriller steht, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, dann gebe ich direkt ab zum Jeb und der kann seine Bewertung raushauen. Ich habe jetzt aufgeschrieben 3 von 5. Diana Krüger ist eine gute Schauspielerin. Sie kann auch diese Agentin wahrscheinlich sehr gut verkörpern, die dann im Prinzip einen Zwiespalt hat zwischen ihren Aufgaben und wie sich das Ganze dann entwickelt. Allerdings, wie gesagt, für mich gab es diese Story schon abermals, deswegen nichts Neues und deswegen nur 3 von 5. Esses. Also, das ist für mich, ich muss sagen, ich hab Homeland nicht geguckt und da ist mir die Story mäßig ist mir nicht so geläufig. Aber irgendwie hat mich der Film nicht so mitgerissen und der landet bei mir bei einer Mittelbewertung 2,5 von 5. 2,5 von 5. Der Chat ist alles andere als begeistert von dem Ganzen. Psy hat schon direkt nach dem Trailer geschrieben, ich glaube, der ist zum Einschlafen, keine Ahnung warum. 1 von 5. Jason hat er auch nicht abgeholt, der ist auch mit einer 0,5 wieder dabei. Toffi sagt, seit Sherlock kann ich Martin Freeman nicht mehr ernst nehmen. 0 von 5, langweilig. Ich muss sagen, ich fand Martin Freeman in Sherlock auch super. Neben The Face, wie Sherlock sagen würde, Benedict Cumberbatch. Nation sagt, hat mich überhaupt nicht umgehauen. Vielleicht auch, weil ich Diane Krüger einfach nicht passend für die Rolle finde. 1,5 von 5. Wie seht ihr das, Diane Krüger? Kauft man ihr die Rolle ab? Für mich schon, ja. Für mich auch, ja. Okay. Ich finde es jetzt auch nicht so viel besetzt tatsächlich. Also, ja. Meine Bewertung für den Film ist auch eine 3 von 5, eher neutral gehalten, ein bisschen ins Positive gerückt, allein durch Diane Krüger, weil ich sie auch ziemlich gut finde. Und gut, das war dann auch schon Film Nummer 7 für heute. Das wird heute eine sehr kurze Cinetalk-Folge, aber das ist nun mal so, wenn man ein Mann fehlt. Wir kommen zum nächsten Film, da gehen wir jetzt in den leichten Fantasy-Bereich rein. Regie führt Alice Waddington. Alice Waddington, endlich mal wieder eine weibliche Regisseurin am Start. Auch ihr Erstlingswerk. Sie spielen unter anderem mit Isa Gonzalez, Emma Roberts, Danielle McDonald. Und ich wünsche euch nun viel Spaß zu Trailer von Paradise Hills. Hallo? Guten Morgen, Uma. Wo bin ich? Du bist im Paradies, wo sonst? Wo sind wir hier? Das ist eine Chance für dich, Uma.
Wenn du deinen Platz annehmen würdest, lägen die besten Jahre vor dir. Unsere Familien haben uns hierher geschickt, um uns nach ihrer Idee zu formen. Du bist jetzt in unserer schönen neuen Welt. Es geht um deine Geschichte, wer du wirklich bist. Du musst dich nicht ändern, Oma. Es gibt immer einen Weg, um zu bekommen, was man will. Ich werde hier verschwinden. Sie lassen uns schlafen, als wären wir tot. Als hätte dieses Mädchen nie existiert. Ich habe versprochen, ich finde dich. Wenn du mich noch einmal berührst. Ja, das war Paradise Hills. Natürlich muss ich mal auf Pause drücken. So. Paradise Hills! Da bin ich mal gespannt. Shane, und da läuft schon wieder was im Hintergrund. So, Dankeschön. Jeb! Ja, was soll man dazu sagen? Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das eine Traumwelt. Und die sind im Prinzip in einer Art Koma, also so irgendwie Märchenmatrix, nennen wir es mal so. Ist das Sinn? Nico? Gleich an. Natürlich ein bisschen an die Insel, glaube ich, wo die alle mit diesen weißen Anzügen rumrennen, mit Scarlett Johansson. Matthew McGregor. Ja, mich ein bisschen daran erinnert, aber. Das, was hier gezeigt wird, war für mich irgendwie meh. Dann gebe ich euch eine Inhaltsangabe dazu. Als er auf einer abgelegenen Insel erwacht, findet sich Uma in Paradise Hills wieder, eine Einrichtung, in der High-Society-Familien ihre Töchter schicken, damit diese die perfekten Versionen ihrer selbst werden. Die Einrichtung wird von der Herzogin geleitet. Und mit Hilfe kalibrierter Methoden wie Benehmunterricht, Gesangsstunden, Schönheitsbehandlung, Leibesübungen und Diäten werden alle physischen und emotionalen Mängel innerhalb von nur 2 Monaten ausgemerzt. Die unverblümte Uma findet Trost und Freundschaft bei anderen Bewohnerinnen von Paradise Hills, Chloe, Yu und dem mexikanischen Popstar Amana. Doch bald schon erkennt sie, dass hinter all dieser Schönheit ein finsteres Geheimnis lauert. Im Wettlauf gegen die Zeit versuchen Uma und ihre Freundin aus Paradise Hills zu entkommen, bevor es sie alle verschlingt. Jetzt darf der Assassin losgrübeln. Also, wie gesagt, das erinnert mich an die Insel, aber es sieht irgendwie... Es spricht mich nicht an, dieses ganze. Ja, wie ich das hier sehe, das sind die Kinder der Reichen. Das hast du, glaube ich, vorhin lesen, aber ich habe gleich nur Frauen gesehen und das ist alles so blumig gestaltet und so, weiß nicht, kitschig. Das zieht mich irgendwie nicht an. Jeff, was sagst du dazu? Ja, von der Optik ist es halt so eine Art Märchenwelt, Ballraum, so ein großer Ballraum, wo sie dann alle rumtanzen und Prinz Charming und Schlag mich tot. Und das Einzige, was wirklich interessant war, war die kurze Szene, wo sie die Monitore sieht, wo dann irgendwie die ganzen Vitalfunktionen und sowas angezeigt wurden, wenn ich das richtig gesehen hatte. Also meiner Meinung nach werden die dann halt für wirklich 2 Monate da in ein künstliches Koma versetzt und alles spielt in ihrem Kopf ab. Ja. Schöne Theorie. Ich finde es sehr schön, dass der Film im Großen, der Trailer im Großen und Ganzen eigentlich nur die bunte und helle Seite des Films beleuchtet und eigentlich nur kurz ansatzweise zeigt, was für eine Düsterheit im Grunde in der ganzen Sache steckt und dadurch quasi den Zuschauer tatsächlich auch lockt, um zu erfahren, was denn nun wirklich falsch läuft in dieser ganzen Einrichtung. Wenn man jetzt wieder Schubladen denken möchte, könnte man sagen, das ist wieder so ein Film, der wahrscheinlich eher die weibliche Zuschauerschaft anspricht. Ich finde ihn tatsächlich interessant und ich bin vor allen Dingen gespannt, in welche Richtung er sich dann entwickelt.
ob es dann wirklich so ein richtig Thriller-mäßiges wird oder ob das Ende dann relativ banal vielleicht ist. Das kann natürlich auch passieren. Optisch ist der Film definitiv ziemlich cool gemacht. Wie gerade Evi schon sagte, Kostüme, Kulissen sehen ziemlich abgespaced aus. Da wurde sehr viel Liebe ins Detail gesteckt, vor allen Dingen. Und dann schauen wir mal in den Chat, was der so für Bewertung bisher raushaut. Psy enthält sich momentan, holt ihn aber nicht ab. Toffi sagt, also irgendwie hätte ich es besser gefunden, wenn es nicht so dark gewesen wäre. Aber 4 von 5, trotzdem sieht der Film sehr interessant aus. Jason sagt, mit der Inhaltsangabe bekommt er einen halben Punkt drauf, 1,5. Und Evi sagt, coole Kostüme und Kulissen. Stories in der Art sind natürlich schon oft gemacht worden. Und so richtige Überraschungen erwarte ich nach dem Trailer nicht. Aber immerhin eine 3 von 5. Und da bin ich mal gespannt, in welcher Punkteregion unsere beiden Kollegen hier greifen, Jeb. Ich bin wieder bei der Mitte von 2,5 von 5. So, das sollte ausreichen für den Film. Also mich spricht man nicht an und ich würde mich Jason anschließen mit der 1. Gut, ich bin mit einer 3,5 dabei, da ich tatsächlich interessiert bin daran, wie das Ganze ausgeht und was die Machenschaften dahinter sind. Das macht mich schon neugierig, das Ganze. So, und dann habe ich jetzt tatsächlich noch einen Film, der am 5.9. erscheinen wird. Und auf diesen Film freue ich mich persönlich besonders. Ich fand Teil 1 richtig gut gemacht, habe auch damals das Original gefeiert. Und nun erwartet uns endlich das Kapitel 2 dieses Films. Regie führt Andres Muschietti. Er hat auch schon Teil 1 gemacht und auch den Film Mama. Mitspielen tun Bill Skarsgård, Jaden Lieberherr und Finn Wolfhard. Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Trailer zu S, Kapitel 2. Etwas passiert mit einem, wenn man diese Stadt verlässt. Je weiter man weg ist, desto verschwommener wird alles. Aber ich war nie weg. Ich weiß noch alles. Verlierer? Wir haben etwas geschworen. Ich schwör das. Wenn es nicht tot ist, wenn es je wieder zurückkommt, dann kommen wir auch zurück. Wir haben es nicht aufgehalten. Pennywise. Der Clown. Wir dürfen das nicht nochmal zulassen. Hallo? Kleiner? Hallo. Bitte. Siebenundzwanzig Jahre habe ich von euch geträumt. Hab ich mich nach euch gesehnt. Hab ich euch vermisst. Wir müssen es erledigen. Endgültig. Ich habe uns alle sterben sehen. Es frisst uns von innen auf, bis wir keine Chance mehr haben. Du hast gelogen. Und ich bin tot. Du hast gelogen. Und ich bin tot. Ja, S Kapitel 2. Am besten ein kurzes Feedback, wie fandet ihr Teil 1 vom Remake und dann, was ihr erwartet vom zweiten. Assassin. Den ersten Teil habe ich nicht gesehen, aber ich fand das Aussehen vom Pennywise fand ich schöner als vom alten Jeb. Redet Jeb? Ich höre nichts. Ich rede noch nicht mehr. Achso, du bist dran. Ich bin dran, also okay. Ja, ich freue mich auf den Film. Das ist mal wieder eine bessere Stephen King-Verfilmung.
erste Teil, den fand ich gut. Das Original ist natürlich ein Klassiker und das verdient auch mal Horrorfilm. Ja, ich muss auch sagen, ich fand Teil 1, das Remake, war richtig gut gemacht. Es gibt relativ wenig gute Horror-Remakes. Evil Dead, muss ich zum Beispiel sagen, fand ich auch, war ein gutes Remake. Wobei da aber auch Sam Raimi seine Finger auch wieder mit im Spiel hatte. S, Kapitel 1, fand ich auch richtig gut. Die Schocker waren super. Pennywise sieht natürlich um einiges dämonischer jetzt aus. Sichtlich gab es damals zum Original nicht die technischen Möglichkeiten. Aber auch allein die Einfachheit von Pennywise im Original hat allein auch schon diesen Horror tatsächlich ein bisschen rausspielen lassen. Und ich freue mich riesig auf diesen Teil. Auch wenn dieser Trailer schon sehr viel gezeigt hat, werde ich mich wahrscheinlich trotzdem erschrecken. Ich werde ihn trotzdem feiern und der Cast ist großartig. Ich meine, wenn man sie gesehen hat, wer bei den Erwachsenen mitspielt, unter anderem James McAvoy, den ich riesig feiere, das wird definitiv für mich... ich will nicht so viel spoilern, aber es könnte wohl der Film des Abends für mich heute sein. Ach ja. Was sagt denn der Chat? Der Chat... S Part 1 kommt bald auf Netflix, sagt Toffi. Ja, da sollten einige Leute das nachholen. Wusste gar nicht, dass es Material gab für einen zweiten Teil. Finde den ersten Teil lahm, wenn man ihn sich nüchtern ansieht. Gut, ich schaue die meisten Filme nüchtern. Bin jetzt auch nicht gehypt vom zweiten. 1 von 5, das tut mir leid. Holly ist voll dabei, 4 von 5. Evi sagt auch super, zeigt im Trailer nur schon viel zu viel, 4 von 5. Toffi, 3 von 5. Hab den ersten noch nicht gesehen, nur ein Commentary dazu auf YouTube und fand das da nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte. Denke aber trotzdem, dass ich mir dann irgendwann mal anschauen werde. Und Evi sagt gerade, der erste Teaser war effektiv und hatte richtig Gänsehaut erzeugt. Nervt auch, dass man bei Twitch an S nicht mehr vorbeikommt. Gut, manche Filme zahlen halt für Werbung. Aber ich persönlich feiere es. Es ist ein richtig gutes Remake. Der Cast ist super gemacht. Bill Skarsgård als Pennywise macht auch einen super Job. Und es ist, lange Rede, kurzer Sinn, das ist für mich der Film des Abends, 5 von 5 Punkten. Ich freue mich da riesig drauf, aber ich werde wahrscheinlich nicht im Kino gehen, weil wahrscheinlich gewisse Personen nicht mit mir in den Kinofilm reingehen werden. Die haben mir schon den Arm bei Teil 1 abgerissen. Jeb. Ja, 4 von 5 bei mir. Ersten Teil fand ich gut und ich weiß gar nicht, ob der Trailer jetzt schon wieder zu viel zeigt. Ich glaube, da ist noch einiges offen. Ja, bin ich auch der Meinung. Und teilweise gab es ja auch nochmal Rückblenden zum ersten Teil, gerade mit dem kleinen Jungen da in seinem gelben Mantel. Das war ja im Prinzip die erste Person, die da verschollen ist und die sie dann die ganze Zeit gesucht haben. Und es ist sicherlich ein guter Film und mit Abstand heute der beste Film, den wir hatten. Bevor wir zu Assassin gehen, der Aufruf an den Chat natürlich jetzt. Wir hätten gerne eure Top 3 der Filme, die wir heute vorgestellt haben. Ich lese mal kurz vor. Wir hatten Das zweite Leben des Monsieur Alain. Wir hatten Art Walk. Wir hatten Good Boys. Wir hatten Crawl. Angel Has Fallen. Little Monsters. Die Agentin. Paradise Hills. Und zuletzt S Kapitel 2. Bitte teilt uns mit, was eure persönlichen Favoriten Platz 1, 2 und 3 sind. Da werden wir dann gleich drauf eingehen. Aber jetzt erstmal noch die Bewertung und vielleicht noch den Schwur, sich Kapitel 1 nachträglich noch anzuschauen. Assassin. Also, angucken habe ich schon vor. Der Film läuft irgendwie bei mir ein bisschen außer Wertung. Wenn ich den ersten nicht gesehen habe, weiß ich nicht, was ich von den zweiten so richtig halte. Wo kannst du den Trailer erstmal nehmen? Ich kenne das Buch von Stephen King. Und ist ja quasi, damals war es ja glaube ich auch so, dass er irgendwie Fernsehspecial war und dann auch ein Film jung, ein Film ältere Leute gemacht haben. Ich würde eine 4 geben. Sieht ganz okay aus. Eine 4, gut. Dann kommen wir zu unseren erstmal persönlichen Top 3, während der Chat noch die Chance hat, seine Top 3 mitzuteilen. Auf Platz 1 ist lange Rede, kurzer Sinn, S Kapitel 2. Dann habe ich sehr viele, 3 Vierer habe ich bei mir stehen. Auf Platz 2 landet Crawl, der Alligatorenfilm. Und auf Platz 3 landet für mich der kleine Indie-Geheimtipp Little Monsters. Dann bin ich mal gespannt, wie es beim Assassin ausschaut mit seiner Top 3. Also ich habe 2 Vieren stehen, aber wie gesagt, S
nehme ich erstmal raus. Bei mir ist Platz 1 Crawl. Und dann habe ich 2, 3 stehen. Das ist eigentlich relativ ähnlich. Da habe ich Little Monsters auf 2 und Good Boys auf 3. Jeb? Ja, bei mir ganz klar S Kapitel 2 an Platz 1. Als zweites dann die Little Monsters. Und dann wird es schwierig. Also ich habe einige, die so in 2,5-3er-Schnitt sind, aber ich habe mich jetzt für die Agentin entschieden. Die Agentin, Diane Kruger. So, der Chat war auch fleißig. Mystera ist auch da. Hallo Mystera. Ja, Crawl, Kunden, check. Wie gesagt, morgen wird der Cinetalk dann auch auf unserem YouTube-Kanal sein. Ich werde wahrscheinlich die Trailer nochmal bearbeiten zum nachträglichen Schauen. Und in der Videobeschreibung könnt ihr euch die Trailer auch nochmal so anschauen. Gehen wir mal auf die Top 3. Der Jason sagt, Platz 1 ist bei ihm Good Boys, 2 und 3 nimmt Little Monsters ein. Toffi sagt, Platz 1 das zweite Leben von Monsieur Alain. Platz 2 Paradise Hills, den ich auch tatsächlich interessant fand. Und Platz 3 Crawl. Wir hatten 3 Filme zum Bewerten gesehen, den Rest kannst du ja wie gesagt morgen auf YouTube gerne nachholen. Auf Platz 1 S Part 2, Platz 2 ist Paradise Hills und Platz 3 Little Monsters. Und der Nation sagt, auf Platz 1 Angel Has Fallen, auf Platz 3, auf Platz 2 Little Monsters und auf Platz 3 ebenfalls Crawl. Das heißt, Crawl scheint wohl den einen oder anderen guten Eindruck gemacht zu haben oder die anderen Filme waren einfach nicht gut genug. Das lasse ich jetzt einfach mal frei für den Spielraum der Interpretation. Und wie gesagt, wir werden heute nach dieser Sendung leider keinen Haftiertöner haben, da der Gewinner leider jetzt schon dieses Wochenende in Köln ist. Denn nächste Woche ist Gamescom und auch wir von Games on Alive sind wieder auf der Gamescom unterwegs. Und zwar von Mittwoch bis Freitag, ob wir den Samstag noch mitnehmen, ist noch offen. Aber Mittwoch bis Freitag sind wir auf jeden Fall vor Ort. Werden auch wieder Videomaterial aufnehmen. Sofern wir das hinkriegen, wird auch schriftliches Material während der Gamescom über unsere Homepage zu finden sein, www.gamesonair-live.de oder einfach unterm Stream auf den passenden Panel drücken. Die nächste Sendung vom CineTalk findet im September statt und zwar am 15. September sehen wir uns dann hier wieder. Um 17:45 geht die Sendung an und um 18 Uhr startet der CineTalk. Wir dürfen gespannt sein, was uns dann für Kinofilme erwarten, denn so langsam geht es ja wieder Richtung Winter und da bin ich mal gespannt, wann die ersten Weihnachtsfilme auftauchen. Und wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr alle dabei wart und auch fleißig mitbewertet habt. Ich hoffe, euch haben die Trailer gefallen. Nochmal sorry für die leichten, tonversetzten Trailer. Und ich bedanke mich recht herzlich beim Jab und bei Assassin, die quasi dann auch hier wieder mitgewirkt haben. Wir hoffen, dass beim nächsten Mal Karacho wieder nach der Schönheits-OP wieder da ist und ein bisschen anders ausschaut, als er jetzt ausschaut. Und wir wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Bis dahin. Ciao, ciao.